Hallo und willkommen zurück bei Kreativ und Verspielt. vor der Kamera seht ihr den lachenden Benny und hinter der Kamera diesmal die. Nicke. Ja, und hier ist außerdem noch der. Milo. Ja, wir waren gerade draußen mit Milo und jetzt will ich mal den Niki ihren PC sie aufrüsten. Also, wir haben den im. Wann war das? Letztes Jahr? Im Sommer oder im Frühjahr haben wir ihn aufgerüstet. Bevor ich Homeoffice hatte, glaube ich. Also im März wahrscheinlich so. Also sagen wir mal vor ungefähr einem Jahr haben wir ein neues Mainboard, neuen Prozessor und Arbeitsspeicher, glaube ich. Eine Festplatte haben wir auch noch Ja, reingemacht. Festplatte auch. Ja, wobei wir die, glaube ich, sogar später. Oder hatten wir die schon vorher im alten? Wir hatten erst die Festplatte, weil nämlich der Stick nicht die Festplatte erkannt hat. Nee, die Festplatte. Nee, Quatsch. Das Mainboard hat den Stick nicht erkannt, deswegen hatten wir das Mainboard So, dann haben wir gekauft. ein neues Mainboard gekauft. Genau. Stimmt, aber du hast doch vorher mit deinem Laptop schon Homeoffice gemacht. Also haben wir es doch, glaube ich, erst im Ja, Sommer geholt. genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir so ein Set geholt von, was, Alternate? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Ich Fall glaube schon, Mainboard, ja. Prozessor, Arbeitsspeicher und dazu haben wir dann noch eine SSD gekauft. Die haben wir reingemacht, damit der Rechner ein bisschen schneller ist und damit die Nicken auch fürs Homeoffice benutzen kann, weil das alte Mainboard hat irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt haben wir eine Grafikkarte gekauft, aber das. Netzteil war nicht stark genug, beziehungsweise mir hat da so ein Anstecker gefehlt. Und es hat auch nur 400 Watt gehabt, waren ein bisschen wenige. Deshalb haben wir lieber mal ein 500 Watt Netzteil jetzt gekauft, dann haben wir auch noch Luft nach oben. Und das will ich jetzt einbauen in den Rechner. Das kann ich euch gerade mal zeigen. So, genau, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich vorhabe einzubauen. Also hier ist erstmal das gute Stück, mein altes Gehäuse von meinem, ich glaube, das war einer meiner ersten PCs oder so. Ein schönes Metallgehäuse, ist ein bisschen verkratzt und so, aber es geht, es ist groß. Er kriegt alles rein. Da haben wir Niki einen Rechner reingebaut und dann habe ich hier, das ist das Netzteil, das wir einbauen wollen. Enclave von Colink, das ist eine ungarische Firma. Das habe ich jetzt bei Case King bestellt. 80 plus Gold, modulares Netzteil sogar. Also bei Case King hat es mit Versand 72 Euro gekostet, was eigentlich relativ günstig ist für ein modulares Netzteil. Und diese Colink-Netzteile, die haben auch sehr gut abgeschlossen in den ganzen Tests. Und da habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Ich habe bei mir, glaube ich, ein. Weiß ich nicht mehr, was ich drin habe. Irgendwas mit Power heißt es. Aber ja, das sieht eigentlich so ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, wie es drin aussieht. Ich habe noch nie ein modulares Netzteil. Da kann man dann alles extra anschließen. Und so ein Kabel war noch extra dabei, weil scheinbar sind die Kabel nicht immer dabei. Also. Ich dachte, beim Netzteil ist immer so ein Kabel dabei, weil da ja der Stromanschluss ist. Aber da stand plus kostenlos Cold irgendwas Kabel. Also scheinbar sind die extra. Was komisch ist, weil ohne das Kabel kann man das Netzteil ja nicht benutzen. Ich will auch irgendwie ungern ein altes Kabel vom anderen Netzteil nehmen, weil das auch nicht. Aber die sind halt immer gleich. Vielleicht liegt es daran, weil die davon ausgehen, dass jeder ja schon tausende von den Kabeln bei sich rumfliegen hat, was auch tatsächlich stimmt. Ist das nicht wie bei Nintendo? Gibt es da nicht auch keine Ladekabel mehr dazu? Ja, beim DS ist kein Ladekabel mehr Oder bei dabei, dieser genau. komischen Bohrmaschine Diese da? Kabel, ich hätte jetzt auch welche gehabt, aber ich finde es gut, wenn. Ich weiß auch nicht. Vor allem, dann geben sie es nicht dazu, nicht in der Packung, aber man kriegt es kostenlos. War nicht überall. Wenn ich bei Ach Amazon so. bestellt hätte, wäre das Kabel nicht dabei gewesen. Ach Bei so, Amazon okay. hätte ich keinen Versand bezahlen müssen, aber wenn ich Kabel gekauft hätte, hätte ich nochmal extra bezahlt. Und dann hätte es, glaube ich, 3 Euro mehr. Nee, genau, es wäre 1 Euro billiger bei Amazon, oder? Nee, Quatsch, dann hätte ich es bei Amazon bestellt, wenn es 1 Euro billiger gewesen wäre, weil das hätte ich mich nicht. Ich habe mich nämlich bei Case King angemeldet. Auf jeden Fall Case King, sehr gut. Die haben alles Mögliche. 500 Watt haben wir hier. 80 plus Gold-Zertifizierung. Up to 92% Efficiency. Also, das stand auch in den Tests drin, dass es oftmals in vielen Tests über 90% erreicht. Und das ist ja ein Top-Wert für ein Netzteil. Es hat die 80 plus Gold-Zertifizierung. Gut, mittlerweile gibt es, glaube ich, die Platinum und so. Es gibt noch höhere, die dann so 90, aber das sind dann auch Netzteile, die kosten dann, glaube ich, bestimmt 150 oder so. Es gibt natürlich auch Netzteile für 30, aber wenn ihr jetzt einen Rechner habt, wie genau kommen wir mal jetzt in eine Grafikkarte, die wir einbauen wollen? Die AMD Radeon 5500 XT. Das ist jetzt eine Grafikkarte, die hat, glaube ich, 330 gekostet. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Oder 350, irgend sowas.
Und naja, wenn man sich eine über 300-Euro-Grafikkarte in den Rechner einbaut, dann sollte man vielleicht kein 20-Euro-Netzteil nehmen. Wisst ihr, was so traurig ist, dass man von so teuren Computerkomponenten aber den Preis nicht mehr weiß? Also ich könnte einfach nur auf den Kontoauszug gucken, aber ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ja, das ist jetzt auch schon 3 Wochen her oder so, wo ich es bestellt habe. Also, beziehungsweise du hast es ja bezahlt. Ich habe es rausgesucht. Ich müsste es wissen. Aber irgendwie, ja, um die 300 Euro. Vielleicht, oder waren es? Oder waren es War? 230? Echt? Ich weiß es nicht. Wir Ich machen überlege auch, ob es nur 280 oder so war. das nämlich immer so: Benny kauft das, ich sage ihm nicht so teuer, aber auch nicht so schlecht, und dann sucht er was raus und ich kaufe das. Ja, die war so ganz gut Und dann und muss er es einbauen. eigentlich hätte sie vielleicht sogar mit dem alten Netzteil funktioniert, weil die verbraucht nicht so viel Strom. Ich gucke mal, ob es drauf steht. Nein, aber das Problem ist, sie braucht zwei so Anschlüsse. Ich mache mal das Netzteil auf, wir gucken mal rein. Ich glaube, der Preis vom Mainboard war noch 300 noch was. Ja, es könnte sein, dass es 390 Ja, gekostet hat. irgendwie so. Ich weiß nicht, aktuell sind die Preise wahrscheinlich sowieso wieder anders. Wobei, durch diesen ganzen Coin-Hype sind die Grafikkartenpreise im Moment relativ hoch. So, jetzt bin ich Frustfreie gespannt. Verpackung oder anders? Oder keine frustfreie Ja, Verpackung? eigentlich sieht es so aus, als. Hä? Ich verstehe die Packung nicht. Ist das Hier wie sind bei auch der keine Xbox? Nippel. Weil hier. Meinst du so? Ach ja, so, Ja, wie bei der alles Xbox klar. fast. Gut, genau. Das ist der Vorteil von einem modularen Netzteil, weil, kannst du mal kurz hier hinfilmen, ich habe die Kabel irgendwie Es ist sehr bunt. reingestopft und hier kann man die Kabel halt alle einzeln dran machen und von da weg. Ja, es sind halt viele Kabel. Ich muss das nochmal kurz dann auf mich wirken lassen. Wir machen da natürlich auch einen Test, ob mein Rechner Ja. noch läuft. Das ist natürlich, ihr müsst sehen, ich kenne mich aus mit dem Rechner, aber ich bin jetzt kein Experte oder so. Ich zeige euch jetzt nur, dass im Prinzip eigentlich jeder da dran ein bisschen rummachen kann. Also eine Grafikkarte ist schon mal gar kein Problem, weil die stopft man einfach rein und man muss halt die Stromkabel dran machen. Das ist ein Achter. Ich brauche genau von denen hier, diese Sechser. Da brauche ich zwei Anschlüsse halt an der Grafikkarte für den Strom. Und ich habe nur noch so einen übrig gehabt an dem alten Netzteil. Und damit konnte ich die Grafikkarte nicht in Strom versorgen, konnte sie leider nicht einbauen. Wobei, nee, das ist die Seite, die ins Netzteil. Nee, das kommt, glaube ich, ins Netzteil. Ich muss mal gucken. Also, ich habe noch nie ein modulares Netzteil gehabt. Und ich bin jetzt auch kein Siebfeld. Also, ich bin kein Spezi, aber man kann das eigentlich selber machen. Ich habe immer ein Riesenproblem mit beim Rechner. Das hat die Nicke auch bei meinem Rechner damals gemacht. Die Anschlüsse für hier vorne für die Schalter, also hier für die Knöpfe, die da vorne sind, die sind glaube ich hier drunter, gell? Ja, Und da die. fehlt halt jetzt was. Da können wir schon mal reingucken. Ach so, ja, da haben wir Da was können da zu. hinten reingucken und unten mit rausgucken. Da haben sie das Kettenlaufwerk rausgezogen. Genau, so sieht das Sentiment aus. Nicht besonders sauber, aber es ist halt sehr alt. Ja, ach so, genau, so sind diese Dinger hier. Aber Großtest ist es streng. Jetzt auch mal riechen. Mariechen, Mariechen. Ja, aber es Das riecht riecht nicht. halt so nach diesem neuen Zeugs Ist, halt. ja, aber es riecht nicht wie dieses billige Plastik, finde ich. Es riecht nicht wie eine billige Nee, es Leggings. riecht, ja, es riecht eher nach so Metallzeugs und so. Sieht eigentlich ganz gut aus innen drin so. Es fühlt Also sich auf jeden Fall auch wertig an. es hat auch wirklich gute Bewertungen bekommen und fühlt sich auch stabil an. Ist jetzt nicht bunt, das haben manche kritisiert. Also manche haben wirklich schlechtere Wertungen gegeben, weil kein RGB. Aber ich mag das Geleuchte nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund von diesem Leuchtezeug. Ich sehe es immer wieder an Bewertungen von Grafikkarten, von Mainboards. Die Leute schreiben immer kein RGB und dann denke ich immer so, also ich habe auf meinem Mainboard so eine Leuchte und die leuchtet immer so komisch rot. Und rot ist für mich Fehler halt. Ich Oder weiß nicht. an. Für mich Ja, ist es an, aber an. für mich ist immer irgendwas kaputt, wenn es rot leuchtet. Ja, Ich gut, stimmt, das könnte auch sein. finde es nicht gut. Aber alles leuchtet, die Grafikkarte leuchtet und die da leuchtet jetzt bestimmt auch. Wobei, das haben sie bei deiner auch kritisiert. Die hätte nur einen kleinen LED-Streifen, glaube ich. Was, die Grafikkarte, die da? Ja, oder die keinen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war die Grafikkarte. Da haben die echt schlecht bewertet, dass sie nicht leuchtet. Ich denke, ist doch Also. scheißegal, ey. Also mein Mainboard, das leuchtet jetzt auch wie Sau und ich habe immer das Gefühl, dass es nicht aus ist. Bei uns stehen die Rechner halt auch unter dem Tisch und da ist es sowieso egal, ob der dann da rumleuchtet oder so. Den sehe ich ja gar nicht.
So, ich mache hier mal meine Kabels hin. Für den Kabelsalat später. Genau. Soll ich das nehmen? Ach ne, passt. Ja, kannst du nehmen. Gut, dann können wir den ja mal öffnen. Ach so, da können wir auch. Haben wir schon Hyperlapse? Wir können die Öffnung noch hier machen, wenn ich ihn hinlege. Okay. Gut, ich mache da oben nicht auf. Da war mal eine Schraube dran, die ist. Nennt man da, ich könnte jetzt neu reinmachen, aber ist egal. Schraubenzieher habe ich. Ich glaube, eine reicht mir. Ich wusste nur nicht welcher, weil der eine ist cool, weil der sich oben dreht, ja, und der andere. Ich mag den ganz gern, weil ja, genau. Sich festhalten und. Das ist ganz okay. Dann macht man das hier so hoch. Und dann habe ich hier, sind sie schmutzig drin. Ist das, glaube ich? Das ist Rost. Oh. Da oben ist auch schon ein Fleck. Gut, das ist der Superkühler hier. Der ist leise. Der ist auch von Be Quiet. Ist jetzt verkehrt rum wahrscheinlich. Aber ja, das ist kein Problem. Das ist halt dadurch, dass es so ein altes Gehäuse ist, ist da halt nur Platz für die kleinen Lüfter. Kleine Lüfter sind halt lauter als große Lüfter. Bei mir habe ich so größere drin. Die sind halt leise. Alles nicht so schön. Ja, jetzt sieht man schon, ist fachlich korrekt. Natürlich hier dran gemacht. Ach, die kleinen Kabelbinde könntest du mir dann noch bringen. Da kann ich hier wieder ein bisschen was zusammentüdeln. Ja. Jetzt müssen wir erstmal das Gerät hier rausmachen, das alte. Das war genau. Halt einfach so ein 400 Watt Netzteil. Das hat man noch da. Hier ist das neue Mainboard. Das leuchtet hier natürlich auch hier. Yeah. Und hier ist die süße Grafikkarte von den Negilten. Das ist irgend so eine alte von uns, gell? Ja. Die ist aber halt nicht so der Reise. Nee. Aber die, obwohl die so klein ist, hat die ja nicht auf mein altes Mainboard gepasst, weil wir hatten ja immer einen bestellt. Ja, das da hatte hier so einen komischen Klotz, ja. Da das alte Mainboard, und da hat es nicht hingepasst, das war echt blöd. Aber egal, ach so, ja, die Lüfter, falls einer eine Idee hat, ob ich dieses gelbe Kabel hier einfach abschneiden kann, weil ich habe hier so kleine Lüfter dran überall, da oben und hier und da vorne, glaube ich. Stimmt, da ist ja auch einer da oben. Und die haben immer zwei Kabel. Ich habe die jetzt mit dem Kabel angeschlossen, deshalb habe ich diesen super Verteiler hier drin, wo ich die alle anschließen kann. Einen habe ich ans Mainboard angeschlossen hier. Aber ich war nicht so sicher, ob das am Mainboard, ob das da sind, das alles Lüfteranschlüsse, wenn sich eine auskennt. Hubi, falls du das Video guckst, sag mir, das kann ich einfach die Lüfter da anstellen oder kann ich das andere, das gelbe Kabel abkneifen, weil die haben zwei, die haben das hier und dann haben die noch so eins. Ich habe die jetzt mit dem hier angeschlossen, weil ich diesen Dings da hatte. Hauptsache Lüftung. Also im Kalten ist er immer. Das stimmt. Hier hinten sieht man halt auch dieses. Ja, den habe ich dann hier so dran getüdelt, damit er nicht rumnervt. Ja, den habe ich extra außen dran. Ich weiß, innen eigentlich. Aber ich wollte, dass der in die andere Richtung bläst, dass die so. Genau, hier sieht man sie nochmal. Ja. Einer ist unten, einer ist oben. Außen. Es ist natürlich professionell gelöst. Da sieht man wieder, dass wir PC-Typen sind. Übelst, ja. Voll wir das neue Mainboard und der Rest ist einfach alt. Alle wir nehmen alles, was übrig ist. Ja, das einzig Gute an dem uralten Gehäuse ist halt, dass es groß ist. Aber gut, die Lüfter, Dinge. Irgendwann besorgen wir der Nicke auch mal ein neues Gehäuse. Aber bisher. Auch. Ich habe ihr jetzt schon Netzteil geholt. Ich bin noch ein bisschen zu geizig für so ein Gehäuse, weil das geht ja. Und mich stört das auch nicht, dass das laut ist. Also mich interessiert das überhaupt nicht. Nee, die Lüfter, die brummen halt ein bisschen. Aber sie halten ihn halt kalt. Ja, also. Übelst kalt. 24 Grad, glaube ich. Ja, das ist echt sehr gut. Die laufen halt immer ohne Volllast. Man könnte eine Lüftersteuerung einbauen vielleicht noch. Dann könnten wir die ein bisschen regulieren. Den einen können wir hier regulieren, den ich am Mainboard angeschlossen habe. Der geht dann, glaube ich, über das Mainboard zu regulieren. Also, falls einer sagt, hier, du kannst die ganzen Lüfter doch am Mainboard anschließen, dann macht sie einen Screenshot mit so Kringeln drum und sagt mir, wo. Dann schließe ich das Mainboard an. Und wenn ich dann noch das andere Kabel abschneiden kann, dann ist auch gut. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man das eine ja dann gar nicht. Dann kann ich es einfach abzwicken, dann hätten wir weniger Kabelsalat. Aber so ist es aktuell. Wir legen ihn jetzt mal aufs Kreuz. Wir legen jetzt hin, machen einen Hyperlapse an und ich fummel dann im Hyperlapse dran rum, damit es nicht aussieht, als brauche ich so lange. Ja? We'll be right back.
Jo, hallo. Ihr habt jetzt schon gesehen, wie wir das neue Netzteil eingebaut haben und das alte ausgemacht haben. Wir haben leider ein kleines Problem bekommen. Wir mussten hier einen Lüfter wegmachen. Naja, sondern der oben, der ist nicht so schlimm. Für die Zirkulation ist es natürlich ein bisschen schade, aber wenn ich jetzt hier dran mache, Sehr dann. traurig. Ja, es ist blöd. Ich versuche mal hier reinzufinden, weil hier sind nämlich die ganzen Anschlüsse. Wenn ich das andersrum gemacht hätte, ist ein. Also sind wieder die Experten gefragt, Kleinfeld der Hobby, wenn ihr zuguckt, kann ich das andersrum bauen? Das Problem ist hier oben, wenn ich den Deckel drauf mache, ist er zu dann. Ja, dann ist ja hier zu. Ansonsten hätte ich das Netzteil einfach andersrum reingebaut. Aber das war jetzt, Salde war auch so rum. Das saugt wahrscheinlich an. Ich meine, gut, wenn es die warme Prozessorluft ansaugt. Und die drauf bläst, ist auch nicht so gut. Aber was hat bisher funktioniert? Jetzt habe ich den. Also, Ja, wir also. bauen gerne Netzteile falsch rum ein, so wie es Ja, aussieht. vielleicht ist es ja bei meinem zum Beispiel, das Netzteil doch hier unten. Ja. Ach so, Bei ja. meinem Gehäuse ist das Netzteil unten. Vielleicht sind die heutzutage unten, aber dann geht mein Lüfter ja auch nach oben. Also das alte Netzteil war ja auch so eingebaut. Der Rechner war kühl. Und war angenehm, aber jetzt fehlt halt hier der Superlüfter. Ja, mal gucken. Aber ich krieg sonst die Kabel hier nicht dran, wenn ich den Lüfter da habe. Und ich kann den auch nicht versetzen. Vielleicht irgendwie bohren hier rein. Ja, aber ich möchte nicht machen an elektronischen. Er ist ja nur ein Gehäuse. Aber das Problem ist, wenn wir bohren, dann müssen wir alles rausmachen wegen Spänen. Wir lassen das weg. Lassen den Lüfter weg und gucken mal, wie warm er ist. Wir haben ja hier unseren professionellen Temperaturfühler. Den stopfen wir dann hier rein in den Prozessor. Oder nee, lieber so in die Mitte. Ja, nicht im Professor. Ist in der Küche. Ja, der liegt hier so drin. Das ist der professionelle Güter. Ja, und das hier hinten sind die Dinge. Da sieht man es. Da, Ich beim warte, ich muss mal Mainboard, kommen. da kommen so einzelne Stecker dran. So ganz kleine. Ich Ist in komme meiner nicht Hand. ran. Ach, da unten, ich glaube, jetzt sieht man. Da, hier die, das sind alles so einzelne. Mach mal Finger weg. Ja, und die kriege ich nie dran. Die muss die Nicke bei jedem Mainboard dran machen, weil die sind so klein, die kriege ich mit meinen groben Fingern nicht. Und ich bin auch so ein bisschen der Zitterer. Also, die kriege ich nicht hin, ey. Das wird nichts. Aber die Nicke schafft es immer sehr gut. So, jetzt machen wir die Grafikkarte rein, damit wir dann ans Verkabeln gehen können. Tut es wieder weg hier. Hast du eigentlich schon in die Heizung gefasst? Vorhin mal. Ach so. Stimmt, eigentlich muss man. Ich habe mal ein Video gesehen. Man soll immer an die Heizung fassen, damit man nicht statisch aufgeladen ist. Und beim letzten Mal, als ich es gemacht habe, habe ich dann ständig an die Heizung gefasst. Da habe ich nur einmal vorhin schnell an die Heizung gefasst. Aber das ist ein Lifehack. Okay, fasst an die Heizung. Die ist, also wenn ihr so Metallheizkörper habt, so Oldschool-Dinger, dann seid ihr die Erde, dann fließt der Strom aus euch raus und dann kann nichts passieren. Vor allem, wenn ihr eine Gummihose anhabt, dann solltet ihr es auf jeden Fall machen. Du hast eine Gummihose an, oder? Nee, die ist, glaube ich, aus Baumwolle, weil die so warm ist. Oder So, Schafswolle. Schafswolle. Ziegen. So, das ist das gute Stück. Ich finde, die hat Ich zu sage wenig immer Lampen. Asus. Manche sagen Aces. Ja, das ist komisch, weil da sage ich zum Beispiel Aces. Ich sage auch Normalerweise Nike und nicht Nike. sage ich deutlich immer alles ein, aber bei Aces habe ich es ausgeenglischt. Packaging Steps. Unpacking Steps. Unpacking Steps sind besser, gell? Ja. Also man soll das alles rausholen. Hier ist auch irgendwas. Da ist auch Das was. sind die Einpack-Steps. Ach Oder so. warum einpacken, wenn man sie zurückschickt, oder was? Ja, die gehen Nimm schon du mal davon aus, den dass sie kaputt Karton geht. da. So, Unpacking Steps. Boah, der So. Karton stinkt voll, oder ist das Zeug da? Was sind das? Aufkleber? Nee, es ist ein Klettverschluss. Aber für was? Ach, man soll die dann hier so. Irgendwo die Unpackaging Steps. So. Und so. Jetzt ich meinen Platz. Ach so, das ist nur für die Hyperlapse-Kamera, die oben steht.
Und mein professionelles Handwerk aufzeigen. An die Heizung fassen. Ach so, ich hätte die andere, könnte ich erstmal rausmachen. Komm, dann tun wir die hier nicht hin. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe jetzt endlich diese Dinger verstanden. Ich habe mal eins abgerissen hier, weil ich immer so dran gezerrt habe. Aber ich habe jetzt gemerkt, man muss mal hier oben an dem Schnibbel ziehen. Also, ganz einfach. So, dann hat die doch unten so einen Plastikhaken, der nicht aufmachen muss. Vielleicht drin meine Pfoten. Ja. Ach, hier kann ich auch. War das jetzt eigentlich die ganz alte, die bei Tri drin war? Die, also die, mit der du Ark gespielt hast, ist das nicht, das oder? Weiß ich nicht. Mit der habe ich auch mal Ark gespielt, aber ich habe dann, für Ark habe ich mir dann die andere da gekauft, die etwas größere. Kann man die eigentlich, ist eigentlich egal, wo man die anfasst. Ich fasse die immer da an, wo ich gerade. Also wenn ich mir so, wenn wir uns so Computerdinger angucken, dann sind die immer voll rabiat, die ganzen Computermenschen, und reißen da voll dran rum. Ja, aber die haben Handschuhe an. Und diese langen Pinzetten, mit denen würde ich die Kabel auch reinkriegen. Da. So, das ist die alte Grafikkarte. XFX, ich glaube, es war auch ein Radeon. Steht bestimmt irgendwo, oder? Core Radeon R7-240. Das ist gut. Boost Ready, 2 GB. Oder ist das scheiße? 2 GB ist halt jetzt oldschool, gell? Und okay, das ist wahrscheinlich auch kein DDR. Ich glaube, was haben wir denn jetzt? DDR5, DDR6? Ich glaube DDR6 oder sogar schon 7. Das ist wahrscheinlich noch DDR3 oder so. Ich weiß es nicht. Liegst immer daneben. Gut, es war natürlich damals auch schon eine Budget-Grafikkarte, die ihr dann vielleicht 120 Euro oder so gekostet hat. Die hat auch passive Kühlung hier und die hat ja aktive Kühlung. Es sind noch mehr Dinger, die Krach machen. Ja, aber die soll leise sein. Jetzt ist hier so eine komische Folie drüber. Oh, ich habe nicht an die Heizung gefasst. So, jetzt bin ich... Antistatisch, ja. Heißt das so? Das müssen wir auch alles abmachen, oder? Dran da hinten sind die Packing... Ach nee, hier ist Unpacking. Ach, du hast die Unpacking-Steps. Ja, aber du bist schon viel weiter, wie die Unpacking-Steps zeigen. Steps. Was ist denn hier? Das ist ja auch interessant. Hier ist einfach eine Tasche dabei. Aber es gibt nichts, was drin ist. Das ist vielleicht kann man da das Klettverschlussding reinmachen. Keine Ahnung. Warte mal, ich weiß nicht. Achso, du hast die andere noch in der Hand. Ja, wie kann ich warte, die legst du einfach. Egal. Legst du einfach auf den Kühler. Legst du erstmal auf deine Socken. Gut, so sieht es hier aus. Wo sind die Lichter? Wo ist Neon? Und LEDs. Remove Protective Film before use. Was ist denn? Ist da ein Film drauf? Vielleicht das hier? Oder nur diese Aufkleber hier? Ach nee, doch, hier ist einer drauf. Guck, hier sieht man es, hier so ausgeschnitten. Willst du eigentlich die Betriebsanleitung lesen oder willst du einfach reinstopfen? Ich hätte sie einfach reingestopft jetzt. So, wenn man das auch üblicherweise macht, ja. Die Aufkleber, die habe ich immer drauf gelassen, glaube ich. Oder die waren auf der anderen auch. Ja, die sind überall drauf. Das sind hitzebeständige Aufkleber. Das hier muss aber auch noch ab, oder? Ja, das muss auch noch ab. Aber das hat eine schöne Backplate hier schon mal. Das finde ich ja gut, ey. Da hat man richtig mal was zum Anfassen hier. Hoffentlich mache ich jetzt nichts. Drauf getatscht. Die ist hier angeschraubt. Schon drauf getatscht. Ja, aber da sind die nicht so frei, die Kontakte. Das ist zwar für die Kühlung wahrscheinlich wieder suboptimal, aber ich glaube, das ist besser. Und die, ich weiß nicht, eigentlich brauche ich sie ja gar nicht hier in die Hyperlapse-Kamera halten, weil wir sind ja hier, gell? Das ist doch nicht so schlimm. Das schneide ich da näher raus. Die Mühe kann ich mir sparen. So, nehmen wir das hier noch ab. Also es geht auch sehr leicht ab. Das sieht schon mal schön aus. Aber ich muss sagen, kein RGB. Ja, ach so, keine LEDs, das ist natürlich ein großer Minus. Ich würde gern unter meinen Tisch krabbeln und da LEDs sehen. Muss man erstmal gleich 2 Sterne Minus geben. Ach guck mal, hier ist auch noch ein Schutz drauf. Ach wie süß. Ja, interessant. Den das kannst du auf die andere stopfen. Wenn wir die andere nicht wegschmeißen. Ja, aus der mache ich ein Kunstwerk. Wollt ihr, dass ich aus der anderen ein Kunstwerk mache, dann gebt dem Video 10 Daumen nach oben. Ich mache sie hier wieder rein, oder? Ja, stopfst du rein, so wie es passt, oder? Boost. Ja, weil die hat hier 3. Nimm sie erste. Aber das da ist eine andere, dem fehlen diese silbernen Dinger. Guck, da sind so silberne dran und da nicht. Könnt ihr vielleicht erkennen, was an diesem Ding ist. Also hier wird sie am besten hinpassen, da habe ich die andere jetzt auch reingemacht.
Mach mal hier die Fusseln bitte weg, du bist entstartigt. Da sind so Oh, jetzt Fussels. bin ich wirklich entstartet. Ich habe mir wieder an die Hose gegriffen, also muss ich nochmal in die Hand. So, wunderbar. Kann man eigentlich einfach reinpusten oder ist es dann eher unpraktisch? Ist das wie ein Nintendo? Wenn es nicht geht, einfach So. reinpusten. Das ist ja auch ein Lifehack. Passt die da überhaupt Kabel rein? müssen da noch weg. Ja, die passt. Du Die warst. passt. Du warst. Meine war drin, die war größer. Warte mal, ich kann das nicht nehmen. Ja, Sorry. mach einfach Hyperlapse wieder an. Wir machen das jetzt Okay. im Hyperlapse. Wenn ich so komisch da sitze, merke ich immer meinen krummen Rücken. Ich habe gesagt, du sagst, du merkst dein Alter. Ach, ja, mein Alter. Ja, nee, aber das habe ich schon. Das ist dadurch, dass meine Wirbelsäule so um sich scheppt ist, wenn ich so arbeite längere Zeit und dann aufstehe, dann oh, muss ich mich erstmal drängen. Gut, ihr habt jetzt gesehen, das haben wir gemacht, ein bisschen furcht. Also, und dann habe ich noch einen Seitenschneider Case Modding gemacht, wie ihr gesehen habt. Ja, ich musste dann doch, wir haben dann noch die Grafikkarte vorne rein, weil ich weiß nicht, ob das hinten so gut war, weil dann wäre die so weit unten gewesen und unten sind ja die Lüfte und dann ist es ja kacke mit der Zirkulation da. Deshalb haben wir die jetzt doch hochgesetzt. Dazu haben wir die Festplatte dann nochmal umgesetzt und ich musste neben halt ein bisschen Case Modding machen, weil da diese komischen Plastikknippel drin sind. Das war wohl immer so ein Schnellverschluss oder so. Weil wenn die weg sind, kann man sie auch mit einer Schraube einfach festmachen. Aber wir sind jetzt fertig. Wir schließen den Rechner jetzt an und testen den. Und ich hoffe, es wird funktionieren. Also wir müssen natürlich noch die Treiber installieren für die Grafikkarte. Aber es hat gereicht. Ein kleines Manko gab es. Und zwar fehlt ein Kabel bei dem Netzteil. Das ist ein bisschen blöd. Also ihr habt ja gesehen, was wir angeschlossen haben. Ich habe ja so ein Dreifach-SATA angeschlossen an die Festplatten. Und davon wären eigentlich zwei dabei gewesen. Da war jetzt nur eins drin. Ansonsten hatten wir hatten aber zum Glück genug, weil es sind auch noch zweimal Molex, einmal SATA dabei. Also dieses eine extra SATA mit den zwei Molex haben wir dann oben ans Laufwerk angeschlossen und dieses Molex-Ding hier an den einen Gehäuselüfter und vorne die Schaltung, also die Knöpfe da. Da war ja auch dieser eine weiße Stecker, den ich da angeschlossen habe. Der ist halt fürs Gehäuse, dass der Powerknopf geht und sowas alles. Und dieser eine Lüfter, der hier noch vorne drin ist. Und die Anzeige vorne ist so ein kleines,
LCD-Display hier vorne dran, da sieht man dann die Temperatur und so vom Rechner. Deshalb haben die Kabel gereicht. Wir haben jetzt sogar noch einen SATA übrig, aber ich schreibe denen jetzt mal eine E-Mail oder so. Ich gucke mal, ich wende mich mal an Case King, weil ich hätte es auch zurückschicken können, aber wir haben kurz überlegt, haben uns doch dazu entschieden, nee, es jetzt einzubauen, weil wir wollen jetzt endlich die Grafikkarte einbauen und ich habe jetzt keinen Bock, wegen einem Kabel alles nochmal zurückzuwinken und die Nickel zum Glück auch nicht. Nein. Ja, ich nehme mal an, die können uns da eins zuschicken. Mal gucken, ich hoffe einfach, weil sonst wäre es blöd. Klar, die könnten sagen, ja, packen Sie es ein, schicken Sie es zurück. Will ich es aber nicht. Dann sagen wir, wir wollen jetzt verdammtes Kabel nicht. Ja. Wir geben Ihnen lieber eine Drei-Sterne-Bewertung. Kabel. Entweder Kabel oder ein Stern. Ja. Nee, weil so ist das Netzteil echt super. Sieht viel aufgeräumter drin aus. Man, auch durch dieses Modulare ist mir halt viel freier, wie man die Kabel legt, weil man kann immer mal eins abmachen und sonst hat man ja immer diesen Knäuel. Also wenn ich mir ein neues Netzteil hole, hole ich mir auf jeden Fall auch ein modulares. Und wenn wir das Kabel noch kriegen, dann nehme ich auch eins von Colink, außer bis da, oder Coolink, ich glaube Colink heißen die, weil sie in Ungarn. Ja, das nehme ich mir auf jeden Fall. Bin ich noch beleuchtet oder bin ich zu weit weg Ach vom so. Licht? Ja, du gehst immer weiter Ja, na, zurück. damit ich deine fuchtelnden Hände drauf Ach habe. so, ich kann auch hier oben fuchteln. Okay, gut, dann fuchtel da oben. Also, will aber eigentlich gar nicht mehr fuchteln. Ich würde Colink kaufen, weil wenn das jetzt noch funktioniert, bin ich so sehr zufrieden damit. Und das eine Kabel ist halt doof. Aber wir wollten es jetzt einbauen, wir konnten es nicht erwarten und waren dabei. Ihr versteht das bestimmt, wenn man dann die Teile hat. Vor allem, wir liegen jetzt auch schon einen Moment da, weil wir die ganze Zeit nicht dazu gekommen sind. Deshalb hatte ich jetzt keinen Nerv mehr, das nochmal zurückzuschicken. Ganz ehrlich, ich wollte es jetzt reinhaben. Es reicht ja auch. Ich habe noch einen Molex Luft, also eine Festplatte. Ach, Molex. Molex habe ich sowieso noch drei oder so. Aber ich habe noch einen SATA Luft, also eins könnte ich noch anschließen. Ja, man kann dann auch so Verbindungsstücke einsetzen, die habe ich, glaube ich, sogar. Molex auf SATA. Aber es fehlt ein Kabel, das müssen sie mir noch schicken, sonst ist es nicht so cool. Und jetzt bleibt kreativ. Verspielt Und gesund. und bis gleich. Und bis gleich. Ich habe noch eine Leggings drunter. Der krabbelt jetzt da rein. Das ist nur ein Leggings. Macht's nicht eher der Kirse. Wir waren nämlich draußen mit Milo und da war kalt. Das ist wie bei diesen Filmen, gell? Stepsister is stuck. Kennst Ja, du das? Ding. Da gibt es bei Nine Gag auch die Was ist ganzen denn jetzt Dinge. besser bei den USB-Dingern? Gelb, nee, blau oder rot? Wie? Das weiß ich nicht Weil genau. ich habe noch drei blaue und zwei rote übrig. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo ich die Maus rein tue. Ich habe sie einfach oben Ich glaube, reingestopft. rote sind die ganz schneller, aber ich glaube nicht, dass Das deine Maus so ein nee. rotes ist. Ich habe jetzt bei mir gesehen, ganz oben sind so welche, da ist so eine Maus und eine Tastatur daneben. Also sollte ich meine Maus und Tastatur vielleicht ganz oben anschließen? Ja, ich habe sie jetzt ganz oben. Ich glaube, ganz oben sind auch normale Netzteile. Also Das brauche ich ist mir eine nicht noch. Leggings und da ist auch noch eine ohne Hose drauf. Ja, genau. Ich filme lieber die Socken. Draußen ist nur kalt. Oh nein, oh Gott, wie sie aussieht. Die hätte ich auch gleich mal Das saugen sind können. Wandersocken und auf denen steht vorne, das sieht man jetzt nicht, aber da steht links und rechts drauf, damit die Nicke weiß, an welchem Fuß es ansehen muss. Gib mir bitte nochmal den Staubsauger. Das sieht ja schrecklich aus. Ich habe nur rechts Ja. gesaugt, aber das sieht ganz hässlich aus. Ich bin gut. So, die Nicke hat jetzt angeschaltet. Ja, es leuchtet schon. Mainboard leuchtet. Sämtliche Lichter leuchten. Ich sehe nichts, weil du wieder reingekrabbelt bist. Ey, setz dich mir drauf. Lass mich mal bitte wieder raus. Ja, wie? Nimm du die Kamera. Ach, mir ist so warm. So, es leuchtet. Ich muss die Leggings ausziehen. Halt mal. Da sind so Plastiknippel doch drauf auf der Grafikkarte. Die hat noch so. Ja, toll, jetzt habe ich dir das Licht gegeben. Das war auch voll schlau. Gib mir das doch mal. Haha, ich bin voll der Stiefbruder. Da muss ich aber so stecken. Ach so. Oh no, I'm stuck. Den Rest mache ich jetzt nicht, das ist mir zu peinlich. Hier, nimm dein Licht. Man of Culture. Ich mache jetzt erstmal Pause, nicht, dass ich jetzt filme und dann geht's, ne? Doch. Was? Du setzt dich gleich hier hin, du drückst den Knopf und Ach dann filme ich so. dich. Okay, dann hier. Willst du dich auf den Stuhl setzen dazu? Nee, ich bleib hier sitzen. Okay, da kannst du weinen. Toll, es ist kaputt. Es leuchtet überall. Monitor. Mein Passwort dann. Ach doch, es ist da.
Republik of GEMAS. Jetzt haben wir ja eine neue Großes Grafikkarte drin, aber es ist ja keine High-End-Grafikkarte, gell? Wie ist Eigentlich eine müsste ja mein Stick trotzdem Mittelklasse-Grafikkarte, gehen. glaube ich. Ja. Hier seht ihr auch alle meine Washi-Tapes. Guckt, seht ihr meine Washi-Tapes? Oh, ich glaube, das habe ich nicht gehabt. Weiß ich nicht. Nee, ich bin nur bis zu den Hier ist Stiften noch die gekommen. Rechnung. Das ist eine Rechnung von The Case King. Späße rum. So. Ach ja, okay. Oh Gott. Hä? Wird jetzt alles wie. Oh mein Nee, Gott. es ist wegen dem Dings, glaube ich. Habe ich da irgendwas Wichtiges eigentlich? Nee, gell. Vermutlich nicht. Der macht jetzt. Dropbox. Guckt mal, hier ist das beste Spielart von die ganze Welt. Rollercoaster Tycoon Deluxe. Hier unten brauche ich neu starten. Wir müssen die alten Treiber runter. Okay, es funktioniert. Er hat es nicht kaputt gemacht, es funktioniert. Es funktioniert also. Ich muss jetzt noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ja, genau. Also. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, wir machen einen Link drunter. Falls ihr was davon wollt, hauen wir euch Links unten drunter. Könnt ihr bestellen. Bei Amazon. Bei Amazon oder da, Auf wo ihr halt unserem bestellt. Nacken. 10% auf unserem Nacken. Mit dem Code KV10. Das war nur ein Spaß, wir Ja. haben keinen Nee, Code, wir wir haben sind noch zu leider keinen klein. Code, wir kriegen nichts, aber wir kriegen vielleicht 1% oder so Affiliate. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung. Klickt mal drauf, bestellt mal. Aber wenn ihr uns abonniert, dann kriegen wir vielleicht auch irgendwann Codes. Ja, dann irgendwann kriegen wir vielleicht Codes. Das wäre cool. Ja. Ich will auch so einen Code. Der ist dann so KOT10. Code 10. Mit dem Code 10. Cool. Nee, ja. So, ich kann mir jetzt eigentlich nicht hier. Oh, so, ja. Okay, ich kann nicht höher filmen. Aus gewissen Ah ja, dann Gründen. doch nicht, weil ich da mache hier am Fenster so. Gut, das war Oh jetzt Gott, wie hier kann ich ein ans bisschen. Fenster? Hier sieht man meine ganzen Regale. Kannst du mal bitte runtergehen? So ist okay. So, okay. Ja, also, ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwas wollt, das ist jetzt so eine Mittelklasse-Grafikkarte gewesen, ist voll hell. Ja. Oh, grüß Mittelklasse Gott. Grafikkarte mit was? Was so? Mit Duckface. Warum? Nur so, weißt du, was sieht. Stepbrother. Ja, gut. Ja, das ist jetzt so eine Mittelklasse-Grafikkarte. Man kann damit Full HD alles spielen mit hoher Zahl. 4K wird, glaube ich, da kommen sie dann an ihre Grenzen, da wird mir vielleicht in Mittel noch was reisen können, das weiß ich jetzt nicht, aber unsere Monitore sind eh noch zu schwach. Also wir spielen kein 4K im Moment. Full HD ist der Shit. Aber als nächstes werde ich mir erstmal einen Fernseher in 4K kaufen, Haufen. Wir müssen jetzt hier aufhören. Okay, Gut. dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritik und Likes sollen jetzt zu uns fließen und uns berieseln. Genau, wir zeigen euch noch ganz kurz, da gibt es ein neues Licht hier. Ich glaube, das Boah, die Licht. Grafikkarte hat Ich RGB. glaube, das Licht Ja, ist neu. die leuchtet. Die hat so einen Strich. Guck, seht ihr die ganzen Flecken und die hochmoderne Was? Die hat Grafikkarte? einen Strich, die hat RGB. Faszinierend. Genau das haben nämlich welche kritisiert. Die haben gesagt, Und die hier ist finden es sogar doof, noch ein dass die immer Licht. so einen Guck, da ist noch Strich hat. eins. Ja, da ist noch Da eins. ist noch ein Licht. Sieht dieser gut, das sieht schrecklich aus. Also wir holen uns irgendwann Wir mal, wischen es auch ab. Nächstes Mal. wenn wir 100 Abonnenten haben, kaufen. Nein, Du kaufst ein Gehäuse? wenn wir Morgen. 100, wenn wir 150 Abonnenten haben, kaufen wir ein neues Gehäuse für mich. Ja, Niki, ein PC muss umziehen, der braucht ein neues Haus, weil seins ist dreckig. Putz dieses Haut. Also wie bei Menschen auch, wenn das Haus dreckig ist, dann braucht man ein neues. Ja. Wir waschen auch keine Wäsche, wir kaufen sie immer neue Klamotten. Schmeißen weg. Nein, ey, meine Hose habe ich schon voll oft gewaschen hier. Ja, vor allem du. Ich darf hier auch gar nicht. Ich habe Waschmaschinenverbot. Ich wollte damals, hieß nein, du darfst nicht. Ich durfte sie reintragen, ich habe die Transportsicherung rausgemacht und alles, aber ich habe nie eine Einweisung gekriegt. Ich darf nicht. Also in diesem Sinne, lass die Finger von der Waschmaschine. Das ist Frauengelegenheit. Ist Frauensache. Es gibt bestimmt einen Daumen runter mindestens. Nee, ich glaube, Wo die ich gar Daumen nichts runter. dafür kann, dass ich nie dran komme. Daumen runter gibt es bestimmt für das Dreckige. Das Für den dreckige Dreckigen Haus. Tower. Ich rede für den stümperhaften Einbau. Aber ihr habt gesehen, jeder kann. Das ist eigentlich total einfach. Mir ist auch beim ersten Mal, weiß ich noch, wo ich meinen Rechner damals gebaut habe,
Da habe ich das Mainboard so hin und war so voll vorsichtig und habe bestimmt 10 Liter geschwitzt. Ich habe mich dann alles abgetupft, weil ich nicht reinschwitzen wollte. Ich so aufgeregt war, weil ich hatte Teile gekauft für 800 Euro oder so, was ich schon viel fand. Und da war noch keine Grafikkarte dabei. Und dann habe ich gedacht, ich baue das selber zusammen. Ich hatte voll Bock drauf. Aber es war dann echt teilweise ein bisschen knifflig. Und dann ist mir direkt am Anfang, ich habe den Prozessor ausgepackt und mir ist der Kühler runtergefallen und direkt so aufs Mainboard drauf. Das war so ein großer, der Alpenbrocken. Da habe ich gedacht, oh nein, der klassischen Benny hingelegt. Und da habe ich gedacht, ich habe es direkt kaputt gemacht. Ey, dann habe ich noch mehr geschwitzt. Am Ende ging es dann, bis es daran ging, diese ganz kleinen da, diese einzelnen vorne vom Gehäuse neben rein zu machen. Die habe ich nicht reingekriegt. Die Nicke hat die dann angeschlossen. Ihr habt auch gesehen, die Nicke hat auch das eine oder andere gemacht, weil sie einfach kleine Finger hat. Die kommt besser in die Ecken. Nee, sieht alles groß aus. Ja. Ja, und deshalb, es macht auch Spaß. Es ist schon cool, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich fasse immer an die Heizung, deshalb sitze ich jetzt auch an der Heizung, weil ich muss ja gleich noch die Software machen. Genau. Also immer bevor ihr euch Lifehack, bevor ihr eure Tastatur benutzt und eure Maus fasst vorher an die Heizung. Bevor ihr irgendwas am PC anfasst. Immer, ach, an die Heizung erst. Und dann, ja, das ist ganz wichtig. Nee, es macht Spaß. Man kann Geld sparen. Gut, manchmal der Zusammenbau kostet, glaube ich, so 100 Euro oder so, wenn man sich zusammenbauen lässt. Zumindest bei, ich glaube, bei Alternate oder so war es so. Ne, wir haben doch 500 bezahlt für meinen damals. Ich hatte aber auch nur eine Onboard-Grafikkarte. Ich hatte keine richtige Grafikkarte drin. Ja, gut, für deinen Rechner, für den Dings. Aber das hat der ja zusammengebaut. Ich weiß nicht, ob er so viel berechnet hat. Weiß ich jetzt gar nicht. Das war ja damals ein Kollege, mit dem ich gezockt habe online, ja. Der hatte so einen Laden. Aber ich mache es ganz gern selber. Dann weiß ich, was drin ist. Ich recherchiere dann immer im Internet und gucke, dass es auch zusammenpasst irgendwie. Weil da gibt es ja so ein paar Sachen zu beachten. Zum Beispiel Arbeitsspeicher. Wenn ihr Arbeitsspeicher kauft, müsst ihr gucken, was das Mainboard und der Prozessor verarbeitet. Also erstmal, was aufs Mainboard passt, ist ja logisch. Hoffe ich zumindest. Also ihr müsst gucken, was auf euer Mainboard passt, was ihr für Steckplätze habt. Ich habe zum Beispiel 4, habe aber nur 2 Riegel drin. Weil im Moment reicht es noch. Ich glaube, ich habe 216 oder so. Ich habe 32. Oder habe ich nur 16? Egal. Dann, der Prozessor kann nur bestimmte Sachen verarbeiten. Die neuen Prozessoren haben zum Beispiel DDR-Rahmen 4. Also DDR4, glaube ich. Und meiner kann zum Beispiel 2400 oder so. Die haben so eine Taktung. Und die habe ich auch drin. Das war aber Glück, weil ich auch einfach bestellt habe. Und weil die cool ausgesehen haben, die G-Skill. Und zum Glück waren es genau die, die auch passen. Also, hätte ich jetzt 3000er bestellt, wäre doof gewesen. Dann passt es mit der Taktung nicht. Nicky, ihre hat, glaube ich, 3200er, weil der kann schon mehr. Der Prozessor ist viel neuer. Ja, es gibt so ein paar Sachen zu beachten. Aber die Leute in den Foren sind auch total nett. Also ich habe mich auch mal in so PC-Foren angemeldet. Und es gibt immer einen Experte, der da sitzt und schreibt dir sofort eine Antwort. Und das ist immer sehr gut. Da kann man dann fragen, hier passt das zusammen. Da habe ich viel recherchiert. Also. Und bei den Nicke haben wir es jetzt so gemacht, ich habe mir alles einzeln gekauft, bei den Nicke haben wir ja ein Upgrade-Kit gekauft. Also das heißt, Mainboard, Arbeitsspeicher, Prozessor, das war alles zusammen. Und dann passt das auch auf jeden Fall zusammen. Das haben wir direkt bei Alternate gekauft. Gell? Alternate ist ja auch eine gute Firma. Ja, gut. Dann haben wir alles eigentlich. Ja. Dann? Bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss. Tschüss.